lustig, ernst auf dem Spielfeld, noch ein bisschen ein Kind. Yo! Yo, hi, alles gut? Schöner Tag heute. Hast du schon mal gemacht, so in der Art, mit Licht und allem? Na, nicht so. Nur halt das vom BBB so ein bisschen und... Ja. Aber ansonsten... Also... Joshua Obiese. Obiese, ja. Also, ist schwer auszusprechen für manche. Ich sag Obiese, meine Mama sagt es auch ein bisschen anders. Jeder sagt es ein bisschen anders. Also, Obiese. Also, ich nenne es, wenn ich mich vorstelle, sage ich Obiese. Manche sagen Obisi. Also, jeder sagt irgendwie ein bisschen was anderes. Und ich komme aus München, spiele Point Guard, Shooting Guard. Also, hat angefangen mit MBBL, dann kam Nationalmannschaft, hab die Lehrgänge, dann kam es AST. Dann kam Adidas Next Generation, im Sommer Top 100 Camp in den USA. Dann noch mit meiner Mannschaft in Prag hatten wir auch noch ein Turnier. Also man hat mit den ganzen, ich glaube, besten Highschool-Spielern zusammengespielt, die Number 1, Number 2, Number 3 gerankt sind in ihrem Jahrgang. Und dann einfach gespielt mit Rajon Rondo, Josh Smith, waren die Coaches. Viel Competition, viel Training, ganzen Tag in der Halle. Oh, war echt geil. Man wird besser dadurch. Man lernt viel mehr und man sieht auch viel mehr von der Welt, auch finde ich. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich mach's nicht, dann siehst du ja immer nur München oder hier Deutschland ein bisschen. Und du wirst auch nicht so viel besser, weil du nicht weißt, wo du stehst. Und zum Beispiel das Top 100 Camp hat mir nochmal gezeigt, ich muss noch härter arbeiten, weil es noch bessere Spieler manchmal gibt. Und es ist einfach immer noch Competition und so. Ich glaube, sowas ist immer gut. LeBron. LeBron, ja. In Berlin, ja. Das war echt auch schön. Schön, ihn mal kennenzulernen so ein bisschen. Also es war so ein Charity-Game. Es war so vom Nike-Event. Und da war er ist durch Frankreich, ich weiß nicht, wo er noch war, überall. Dann war er in Berlin und dann war so ein Charity-Game, jeder Score ist Geld. Und dann war er da, hat zugeschaut, hat selbst mit Dennis Schröder so geworfen und wir haben halt vor ihm gespielt, war echt schön. Also es waren viele an mir dran, also auch europamäßig. Würzburg ist einfach ein guter Ort für mich, die Karriere so zu starten. Und dadurch, dass Dennis selber so auch Point Guard gespielt hat und Nationalmannschaft, kann er mir viel beibringen. Servus Würzburg, ich bin Joshua Obiese, ich freue mich schon auf den 12.12., wo ich mein erstes Spiel machen kann für den FIBA Eurocup und wir sehen uns in der Halle.